Willkommen zu den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachte, dass einige der Karten, die erwähnt werden, natürlich heutzutage verboten sind, weil sie einfach zu stark sind, aber dass ich versuche, natürlich in jeder Folge nicht nur verbotene Karten zu nehmen, sondern nur 2 bis 3. Und dass auch manche der Karten, ja, durchaus nicht zu den absolut krassesten gehören, aber sehr oft benutzt werden und dementsprechend ebenfalls mit in dieses Format reingehören, meiner Meinung nach. Eure Aufgabe ist es, mir Karten in die Kommentare zu schreiben, die ihr gerne sehen würdet in diesem Format, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die erste Karte für heute wurde mir von euch schon sehr oft eingeschickt, nämlich der Sternfresser, ein Synchromonster der Stufe 11, das recht einfach beschworen werden kann mit einem beliebigen Empfänger und einem oder mehr Nicht-Empfänger-Monstern, also sehr simpel eigentlich. Und der Effekt muss als Synchro-Beschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die Synchro-Beschwörung dieser Karte kann nicht annulliert werden. Wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, können keine Karten und Effekte aktiviert werden. Falls diese Karte angreift, bleibt sie bis zum Ende des Damage-Steps von anderen Karteneffekten unberührt. Die Karte hat 3200 ATK und 2800 Verteidigungspunkte und das macht sie ziemlich gut, denn ja, sie hat viele Punkte. Und sie kann halt nicht einfach mal so von der Spiegelkraft erfasst werden, sofern sie alleine angreift. Und das kann manchmal zu einem sicheren Sieg führen, wo man halt keine Angst haben muss vor der gegnerischen Backrow, wenn er da 4-5 Karten liegen hat. Und ja, und auch sonst ist Sternfresser auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl. Wenn man mit, ja, mit Synchros leicht auf Stufe 11 kommt, ist Sternfresser eigentlich immer im Extra-Deck drin und ja, warum nicht für dieses Format nehmen? Sie ist eine sehr gute Karte. Die nächste Karte für heute ist mal wieder ein gutes Beispiel für eine Zauberkarte, die heutzutage verboten ist, aber damals halt erlaubt war, nämlich die Riesentronade, eine sehr overpowerte normale Zauberkarte mit dem Effekt, gib alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld auf die Hand zurück. Die Karte ist einfach verdammt overpowered, weil man damit auf unterschiedlichsten Ebenen einfach die Gegner total zerstören kann. Man könnte ihm die ganze Backrow weghauen, um dann halt eine OTK zu starten. Man könnte sich selbst so Sachen wie halt verbrauchte Ruf der Gejagten wieder auf die Hand zurückgeben. Solche Sachen sind mit Riesentornado auf jeden Fall möglich und deswegen ist Riesentornado auf jeden Fall verboten. Es ist einfach unfair, wenn man dem Gegner die gesamte Backrow einfach auf die Hand zurückgeben kann für eine Runde, weil man dann einfach mit irgendwelchen 3000er Monstern sofort OTK machen kann und sich kein bisschen um die gegnerische Backrow scheren muss. Und deswegen ist Riesentornado vollkommen zu Recht verboten und ich hoffe, dass sie auch nie wieder erlaubt wird. Die nächste Karte nennt sich Lava Golem, ein sehr beliebtes Burn-Monster, und warum, das erkläre ich euch jetzt. Sie hat 3000 Angriff und 2500 Verteidigungspunkte und ist Stufe 8 und ihr Effekt kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, indem du zwei Monster als Tribut anbietest, die er kontrolliert. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwörst, keine Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Während jeder Stand-by-Phase des Beherrschers, der Beherrscher erhält 1000 Schaden. Ganz einfach, man gibt dieses Monster dem Gegner und er bekommt dann jede Runde 1000 Damage. Und das Ding wieder wegzubekommen ist schwierig. Außerdem verliert er halt noch zwei seiner Monster und das kann alles Mögliche sein. Das könnte das overpoweredste Bossmonster der Welt sein. Wenn es als Tribut angeboten wird, ist es einfach weg. Und das ist halt das Geile an Lava Golem. Vor allem, weil man halt dann auch Monster vom Gegner loswerden kann, die irgendwie gefährlich für die Burn-Taktik sein könnten. Außerdem gibt es noch ein Fun-Deck mit Lava Golem, in dem man nämlich den Lava Golem vom Gegner dann direkt angreifen lässt. Dann Wirbelsturm Inferno aktiviert, eine Zauberkarte, mit der man halt alle Monster aus den Decks bei der Spiele halt verbannt. Und dann halt das DD-Dynamit verwendet, das 300 Damage macht für jede verbannte Karte, die dein Gegner kontrolliert. Genau, für jede seiner verbannten Karten. Und das sorgt halt dafür, dass die Gegner dann mehrere tausend Life-Points verliert mit einer kleinen Kombi. Und halt all seine Monster verliert. Und das macht Lava Golem zu einer sehr, sehr starken Karte, die auf jeden Fall in dieses Format rein muss, denn besonders in zum Beispiel einem Chainburn-Deck ist Lava Golem einfach nur asozial und entscheidet täglich Duelle, deswegen eine sehr, sehr geile Karte. Die letzte Karte der 4 Fallenkarten auf 1, die in fast jedem Deck gespielt werden können, ist der Reißende Tribut, eine normale Fallenkarte mit dem Effekt, wenn Monster beschworen werden, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Das ist quasi einmal ein gratis Nuke von allen Monstern, die da sind, wie Schwarzes Loch ungefähr. Nur halt als Fallenkarte und wenn Monster halt neu dazukommen. Das ist halt ziemlich mächtig, weil wenn der Gegner schon 3 Monster hat und dann noch das 4. dazulegen will, um dann den OTK zu starten, geht er einfach mal minus 3, beziehungsweise minus 4 und ihr geht noch minus 1, weil ihr halt reißende Tribut verschwendet. Und andersherum könnte es auch sein, dass er halt Monster kontrolliert und ihr legt dann halt ein Monster, was ihr gar nicht braucht und aktiviert dann reißende Tribut da drauf, um dann halt manuell noch alles zu zerstören, was der Gegner hat an Monstern.
Und deswegen ist Reisende Tribut auf 1 und auch das vollkommen zu Recht. Die ist nicht overpowered, aber ziemlich mächtig. Ist total overused und muss in dieses Format rein. Und ja, sie ist eine der besten Karten in Yu-Gi-Oh! Die letzte Karte für heute ist Nummer 11, Großes Auge. Eins der besten Rang 7 Xyz, das es so gibt. Es kann beschworen werden mit zwei beliebigen Stufe 7 Monstern und ihr Effekt. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster wählen, das den Gegner kontrolliert. Übernimm die Kontrolle über das Monster, diese Karte kann nicht neben Spielzug angreifen, indem du diesen Effekt aktivierst. Das heißt, man kann sämtliche Bossmonster von Gegner einfach dauerhaft stehlen für immer, wie zum Beispiel halt Wheels, nehme ich gerne als Beispiel, oder halt jegliche andere Monster auch, und das ist einfach richtig overpowered, denn damit, mit diesen Monstern kann man dann auch angreifen, man kann mit denen Xyz machen, Synchros machen, was man halt Bock hat, und ja, Großes Auge stiehlt hier halt einfach auf Dauer. Und Großes Auge selber hat selber 2600 Angriff und 2000 Verteidigungspunkte, was auch ziemlich gut ist. Das heißt, er wird es wahrscheinlich zweimal schaffen, ein Monster vom Gegner zu stehlen. Und was soll man dazu noch sagen? Die ist eine der besten Karten in Yu-Gi-Oh!, ganz klar. Das war's mit der heutigen Folge, die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Hier seht ihr nochmal die 5 Karten, die heute zu den Overpowereden gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gerne sehen würdet und welche ihr für die stärksten in ganz Yu-Gi-Oh! Haltet. Diese werden dann wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen ebenfalls mal auftauchen.